Ja, heute wollte ich mit euch mal das Update machen von den ganzen Teilen, die wir hier so in den letzten 2 bis 3 Videos gegossen haben. Ein bisschen was ist schon weg, ein bisschen was habt ihr noch gar nicht gesehen, das habe ich hinter eurem Rücken gegossen und ja, wir fangen einfach mal an. Also das ist hier mal so ein, oh, Entschuldigung, so ein, na, wer kennt's? Wer kennt diese Teil? Wollte mein Mann unbedingt haben, ist eigentlich wohl eine Eiswürfelform, ja, ist auch total kacke. Zum Hinstellen, gut, jetzt aber das, dann habe ich es lackiert, dann sind hier überall Pinselhaare, dann ist hier oben der Glitzer stehen geblieben und hier unten ist es so eklig und naja, zum Wegschmeißen zu schade und ihn für das Briefbeschwerer oder so reicht. So, dann geht's weiter. Die Engelsflügelchen, ihn lassen wir natürlich kaputt gegangen, wie sollte auch anders sein. Dem anderen habe ich jetzt einfach mal so ein Band verpasst. Dann habe ich ein paar von den Teilen. Diese Variante macht auch mit zum Anhängen. Ich finde, das hat irgendwas von kleiner Weihnachtskugel. Kann mir nicht helfen. Immer so ein bisschen verschieden. Dann habe ich die Weihnachtsteilchen. Ja, die habe ich alle so gemacht. Die werden wahrscheinlich auf unseren Weihnachtsbaum kommen. Mal gucken. Die sind alle so. Finde die schön. Muss man was anderes als eine Christbaumkugel oder an die Geschenk mit dran machen. Ich muss mal sehen, was ich damit anstelle. Aber auf jeden Fall sind sie erstmal fertig gearbeitet. Aus dem hier habe ich mal so ein, habe ich mal so ein Handy-Anhängerchen mit dran gemacht. Dann habe ich den dutzten, tollsten, den dreien, die fand ich gut. Huch, die habe ich Schlüsselanhänger rausgemacht und habe den Augen verpasst. So ganz kleine Steinchen. Der sieht cool aus. Da sind einfach nur Ringe dran, kein Klammbams mischt. Hier habe ich zwei Handyhaltungen einfach mal. Wie gesagt, man kann nicht auch nochmal wechseln. Ich weiß noch nicht, ich habe es erstmal gemacht, dass sie erstmal irgendwie fertig sind. Wenn man sagt, Mensch, hier komm, hast du noch einen Handyanhänger. Und dann, ja, was willst du sonst immer? Also mal 10 Millionen Schlüsselanhänger braucht kein Mensch. Dann die Schokolade. Das habe ich hinterher erst gesehen, die ist ja nicht richtig. Das irgendwann ist da schief gelaufen. Aber gut, ich finde es trotzdem schön. Handyanhänger. So viel Telefon haben wir ja nicht, aber. Ja. Mal gucken. Wie gesagt, Weihnachten. Das sind die Benutzten. Die fand ich ja. Da habe ich jetzt auch nichts mit gemacht, weil ich fand die so cool. Dann habe ich. Ja, hier ist noch so ein. So einer. Dann habe ich die Haare. Habe ich jetzt, weil der Stern ja so blöd war, habe ich jetzt einfach einen Stern außen drauf geklebt. Und blaue Glitzerstände, weil er ist ja ein Junge. Ja, und Papier ran, fertig. Dann, ja, die Rose, die Federn habe ich so gelassen. So, dann habe ich mich mal an. Ne, wartet mal, ich mache erstmal das, weil wir das schon kennen. Den Plattenhamster. Der andere ist schon weg und die Rose, die habe ich schon verschenkt. Den finde ich schön. Aber das hier ist ja fast mein absoluter Favorit, ja. Also, das ist so geil. Mit den Glitzer jetzt mit dem Game. Ich finde den Hammer. Hinten habe ich die übrigens. Ich habe übrigens mal bei dem und genau. Bei dem habe ich mal nicht groß geschliffen, sondern habe mal gedoomt. Das heißt. Das quasi, das was da ist, immer so eine Kante, das ist einfach nur aufgefüllt. Seht ihr das? Und dann ist das glatt. Das ist cool. Hier ist der Hirsch. Auch nur mit so einem Band. Und dann habe ich mich mal an Galaxiekugeln versucht. Habe ich natürlich auch schon mal in einem Video irgendwo gesehen. Wie immer. Ja, ist mir ein bisschen ärgerlich, weil, seht ihr das? Das ist verpixelt. Deswegen habe ich jetzt auch noch nicht weiter mit gemacht. Aber so, von Weitem, mit dem Blitz. Sind auch wieder ein paar Luftblasen drin, aber das ist wurscht. Das sieht kein Mensch. Und wie gesagt, von Weitem finde ich die toll. Das sind aber ganz schöne Klopper. Also ich weiß noch nicht. Ja, mal gucken. Dann habe ich, das ist jetzt mein persönlicher Schlüsselhänger, der kommt nachher auch an meinen Schlüssel. Mal probiert. Richtig. Ich habe mal das von meinem Mann und mir bei der Hochzeit das Bild entstanden. Habe das jetzt so ausgeschnitten für die Form. Wie gesagt, mit Glitzer. Ja, jetzt sieht man. Hab ein paar Kugeln ran gemacht und habe noch so einen total passenden Anhänger von mit dem Jungen und Mädchen für unsere Kinder. Also der kommt nachher gleich an meinen Schlüsselbund.
Den finde ich ja persönlich, das ist ja mein. Ja, naja, wäre ja auch schlimm, wenn nicht so wäre. Also, ist cool, funktioniert. Jo, dann habt ihr ja gesehen, ich habe eine Multikuss. Das ist die dritte. Ich habe zwei, die ersten beiden, die ich gegossen habe. Ach Gott, die kriegt das ja nicht, mal vorsichtig schnell. Habe ich schon gegossen. Da war hier unten am Boden so ein Riss, den habe ich jetzt nochmal aufgefüllt mit Silikon, weil mir das zu schade ist zum Wegschmeißen. Dann habe ich die zweite gemacht, dann ist mir die mitten in der Mold gerissen. Auch wieder aufgefüllt. Ich habe sie jetzt einfach mal ausgegossen. Ich gucke mal, wie die Qualität nachher ist. Und ja, und die wollte ich nochmal mit euch vielleicht mal zusammen rausholen. Ich roll mal kurz auf hier und dann geht's weiter. So, und weiter geht's. Wie gesagt, ich habe noch ein paar andere Sachen da hinten gegossen. Ich habe auch noch eine ganz neue Mold gekriegt. Habe ich auch schon gegossen. Die werde ich für mich heute Abend rausholen. Weil die, ja, wird eine Überraschung. Ich mache nämlich einen Goodie-Bag, tausche ich mit der Pippi-Suppen- oder Suppentopf oder Pippi-Pippi-Suppentopf. Ich verlinke euch den Kanal. Mit der mache ich einen Tausch. Einen Goodie-Bag tausche ich da. Musste ich erstmal googeln und erstmal arbeiten. Musste ich erstmal ja, gucken, dass ich das Ding erstmal zusammengeschustert kriege. Und mit der lieben Charlie tausche ich ein. Auch ein Paket mit ganz viel selbstgemachten Sachen. Und da bin ich nämlich am Arbeiten und am Machen und am Tun. Und ja, wie gesagt, ich puppel das mal raus hier kurz. Wartet mal. Das ist ja nicht jetzt, aber ja nicht so einfach. Das ist eigentlich, wie ich ja schon geschrieben hatte, eine Mold in der Mold, die eine Mold ergibt. Und ich habe ewig nach diesem Teil gesucht. Und diese Mold gibt es so nämlich nicht zu kaufen. Und ich bin bald wahnsinnig geworden. Ich hätte heulen können. Weil deswegen habe ich überhaupt angefangen. Weil ich das so geil fand. Dieses Riesenteil mit dem Stickern da drin und dem ganzen Glitzer. Und oh. Ihr könnt euch ja nicht vorstellen, wie ich mich freue, wenn ich die Dinger da morgen rauspumpen kann oder übermorgen. Das wird ein Feiertag hier bei uns. Na, komm schon, das ist ja nicht so einfach. Ich habe das gestern Abend ja schon dreimal gemacht, zweimal gemacht. Und wenn man draus hat, ist das hoffentlich geil. Ansonsten kriege ich hier gleich den Föhn vor laufender Kamera. Gut. Ein paar kleine Blasen da unten. Aber das ist mir völlig Bockwurst. Das gieße ich auf und dann, das sieht nachher kein Mensch mit 1 Million Flitterglitter und ja. Gut. Das war's. Wie gesagt, das Ding werde ich auch noch gießen und dann gucken wir mal, was aus den Ringen wird. Und vielleicht können wir dann zusammen so ein tolles, entweder Schüttelteil oder einfach nur so ein Sticker darin packen. Mal gucken. Ich verlinke euch auch nochmal das Video, wo ich das damals gesehen habe und vielleicht findet ihr das ja genauso geil wie ich und kriegt genauso Bock darauf, mit mir zusammen das zu probieren, das fertigzustellen. Und ich bin echt gespannt. Wie gesagt, wo das Video ist, die Fimo-Tinker, die hatte nur diesen Kreis. So. Und hatte das dann hinten sich den Hintergrund gegossen. Ich habe es jetzt mit dem Löffelchen vorsichtig das Niveau innen tiefer gelassen als außen. Also ich hoffe, dass ich so wie hier, wartet mal, den Ring gießen kann. So ist hier der Plan. Dann puppel ich mir den ganzen Glitzer hier vorsichtig sauber. Und dann gieße ich noch eine weiße Schicht. Und wenn ich das dann raushole, müsste ich ja diese Tiefe, ihr werdet sehen, was ich meine. Also ihr müsst das haben mit dem und kann dann da drin arbeiten. So ist der Plan. Und hat einen Plan, ob es klappt, wissen wir noch nicht, aber ja. Gut, ich wollte euch jetzt jedenfalls das erstmal zeigen und hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, wie immer. Und dann geht es die Tage weiter mit ja, Überraschungspaketen, Goodiebags, Pop-outs, Schau-mir-zu-Videos und. Also, wir haben zu tun. Ich freue mich. Tschüss.